Herr Thomsen, erstmal vielen Dank, dass Sie Zeit für uns gefunden haben. Ich freue mich sehr, dass Sie heute im DOAG-TV-Studio sind. Mhm. Ja. Gleich die erste Frage, finde ich sehr wichtig. Zukunftsforscher betrachten in der Regel ja einen Zeitraum von 520 Wochen, also eine ganze Dekade. Wie ist man denn auf diesen Zeitraum von exakt 10 Jahren gekommen und wie zuverlässig sind Prognosen über diesen Zeitraum, also Aussagen über die Zukunft der Zukunft? Ja, gute Frage. Also ich meine, wir merken immer wieder, dass Menschen, wenn sie über die Zukunft nachdenken, sehr kurz in die Zukunft schauen. Also wir machen immer Silvesterabend unsere guten Vorsätze fürs kommende Jahr. Ja, und meistens machen wir die, ja, gehen dann viel zu weit und wir schaffen das gar nicht in einem Jahr. Aber wir unterschätzen als Menschen in der Regel, was in einem Zeitraum von einer Dekade oder 10 Jahren an technischen Umbrüchen, an großen Trends, die unsere Arbeit, unser Leben, unsere Mobilität verändern, tatsächlich möglich ist. Und wir haben letztendlich diese 520 Wochen mal für uns beschrieben, haben gesagt, naja, das ist noch ein Zeitraum, den werden wir alle erleben, die kommenden 10 Jahre. Die meisten von uns werden in diesen 10 Jahren noch arbeiten oder dabei sein oder dazu sehen, wie ihre Kinder aufwachsen. Und er ist lang genug, um die großen Trends zu entdecken und kurz genug, dass man sagt, okay, das ist keine komplette Utopie, sondern ja, ein realer Zeitraum. Und das ist eigentlich unsere Aufgabe als Zukunftsforscher, tatsächlich Leute mal aus dieser Gegenwartsfalle herauszunehmen, dass man immer nur kurz zu kurzfristig denkt und auch mal die mittel- bis langfristigen Prognosen wagt. Und können Sie sagen, wie zuverlässig diese Prognosen sind? Ja, das ist immer eine gute Frage. Also erstens ist die Zukunft ein bewegliches Objekt. Das heißt also, sie ist nicht festgeschrieben in einem Buch, wo irgendwo jemand sich ausgedacht hat, so ist das 2030, sondern sie entsteht jeden Tag. Sie entsteht auch dadurch, dass man mit Menschen über die Zukunft diskutiert, dass wir uns Gedanken machen, okay, wollen wir das oder wollen wir das nicht? Aber der erste Schritt, eine Zukunft gestalten zu können, ist sich mit dieser Möglichkeit, mit diesem gestaltbaren Raum auseinanderzusetzen, mit den Menschen zu sprechen, die daran arbeiten, ja, wie Technologien zukünftig eingesetzt werden, wie wir unsere Arbeit gestalten, wie wir unsere Gesellschaft gestalten. Und daher ist Zukunftsforschung eigentlich auch etwas ganz Einfaches. Man muss letztendlich relativ viel Zeit mit den Menschen verbringen, die an der Zukunft arbeiten. Also möglichst nicht mit den Zweiflern, die sagen, kommt sowieso nicht, will kein Mensch, habe ich noch nie gebraucht, sondern diejenigen, die sagen, wir haben da eine Idee und wenn das klappt, das verändert vieles. Auf diese Menschen kommen wir am Ende des Interviews nochmal zu sprechen. Vorher möchte ich noch die Frage stellen, also wie man mit den Augen eines Zukunftsforschers schaut, nämlich ist die Erfindung des Internets das, was die Erfindung der Maschine für das industrielle Zeitalter bedeutete, also die Erreichung einer nächsten Stufe? Oder ist die Bedeutung des Internets als tiefgreifender und umwälzender anzusehen? Das ist eine gute Frage. Es gab in der Geschichte immer wieder diese Innovationen oder Erfindungen, die tatsächlich große Teile der Gesellschaft, der Art und Weise, wie wir lernen, wie wir mit Informationen umgehen, verändert haben. Denken wir an die beweglichen Lettern von Gutenberg, der Buchdruck, der letztendlich Informationen auf eine ganz andere Verteilungs-, also auf eine Masse ausbreiten konnte, die vorher gar keinen Zugriff auf die Informationen hatte. Oder die Dampfmaschine, die natürlich ein Riesenproblem der Menschheit bis dato löste, nämlich dass man vorher immer zu wenig Kraft hatte, um tatsächlich ja, viel zu produzieren oder Güter weit zu bewegen. Und ich würde sagen, dass das Internet letztendlich Informationstechnologie insgesamt tatsächlich durchaus auf einer Stufe steht mit diesen großen Durchbruchsinnovationen der letzten Jahrhunderte. Das Spannende ist, dass wir sogar im Moment glauben, dass das erst die Grundlage ist für eine noch größere Revolution, nämlich das Thema künstliche Intelligenz, was wahrscheinlich die Größe des Internets oder die Veränderung sogar noch mal übersteigt. Und das ist das, was wir in den nächsten 10 Jahren wirklich als den großen gesellschaftlichen Faktor der Wandlung bezeichnen. Dann passt ja die nächste Frage ganz gut dazu, nämlich die Interaktion von Mensch und Maschine gewinnt in den Bereichen Arbeit, Gesellschaft, Bildung und Wirtschaft ja mehr und mehr an Bedeutung. Sind wir denn bereit dafür als Menschen und wo sehen Sie möglicherweise die größten Hürden? Ja, sind wir bereit dafür? Ich meine, Menschen haben immer versucht,
sich ihr Leben durch Technologie einfacher, angenehmer, schöner, komfortabler zu machen. Also meistens war der Maßstab, ob wir eine neue Technologie toll finden, ob sie unser Leben bereichert hat. Also, ja, also irgendwie etwa eine Aufgabe besser gemacht hat. Auf der anderen Seite haben wir natürlich enorme Umbrüche, wie wir zum Beispiel mit Routinetätigkeiten umgehen, wie wir Arbeit definieren, wird durch künstliche Intelligenz stark in Frage gestellt. Und solche Umbrüche, die gehen in der Regel nicht ohne gesellschaftliche Probleme, Verwerfungen, weil einige Sachen neu geregelt werden müssen. Es müssen neue Berufe erfunden werden. Es sterben alte Berufe. Und das steht uns bevor. Und tatsächlich, also es wäre zu naiv zu glauben, dass die Welt in den 20er Jahren alles wunderbar und easy ist, sondern da wird diese Umbrüche, die werden uns auch ganz schön herausfordern als Menschheit. Herr Thomsen, ich bedanke mich sehr für das Gespräch. Hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Mir auch. Besten Dank. Danke.